Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW Review Kanal. Tristan ist gerade zu Tisch, deshalb übernehme ich das gerade. Bin Urlaug von Urlaug Entertainments. Und ich zeige euch heute die Helferin. Wir werden da von Sophie unterstützt. Die Helferin wird ganz oft verwechselt mit der Schwester, weil es ja fast genauso aussieht, aber sie ist keine Schwester. Sie ist eine Helferin vom Deutschen Roten Kreuz. Offensichtlich erkennbar an dem blau-weiß gestreiften Kleid. Dazu die weiße Schürze, die Arbeitsschürze, die ist wendbar, hat vorne und hinten Taschen. Wenn sie dreckig ist, wurde sie einfach rumgedreht. Einen weißen Einknopfkragen. Die Armbinde, Deutsches Rotes Kreuz mit der Aufschrift in Fraktur. Auf der anderen Seite das Hoheitsabzeichen mit Bereitschaft und Nummer. Das war je nachdem, in welchem Ort die dann stationiert waren, wo die Bereitschaft war, wie viele Bereitschaften es in dem Ort gab, war das durchnummeriert. Eine Brosche, die den Ausbildungsstand zeigt, in dem Fall eine Helferin. Das nächsthöhere wäre eine Schwesternhelferin, ist dann etwas größer. Dann gab es noch Ränge beim DRK, die wurden durch blaue Sterne auf dem Kragen symbolisiert. Die Haube, vielleicht guckst du mal kurz ein Stück nach unten. Vorne ein rotes Kreuz und dann einfach nur eine schlichte weiße Haube, unter der die Haare komplett verschwinden. Zur Ausrüstung gehören die Helferin-Tasche, in der Verbandsmaterial gelagert drin war. Halt für Notfälle alles, was man so braucht, was auch im heutigen Verbandskasten drin ist, entspricht demselben. Die hat man halt so aufgemacht, dann klappt die nach unten auf und dann konnte man die obere Lasche hier oben einhängen und dann das Zeug rausnehmen. Leider ist jetzt hier nichts drin. Das kann man vielleicht in einem späteren nochmal zeigen. Ja. Was außerdem ein Ausrüstungsstück ist, ist die Labeflasche. Wie sie auch bekannt ist von den Wehrmachtssanitätern. Also einfach eine größere Feldflasche, die zum Umhängen war. Das ist jetzt nicht so ein schickes Exemplar. Da haben sich immer zwei Helferinnen haben sich da reingeteilt. Eine hat die Verbandmitteltasche getragen, die andere hat die Labeflasche getragen. Ja, dazu wurden meistens normale dunkle Schuhe getragen, Halbschuhe mit entweder Strumpfhosen oder weißen Söckchen im Sommer. Die Aufgaben der Helferin waren in der Form, dass sie in etwa dem heutigen Rettungsdienst entsprachen. Heißt wirklich, wenn irgendwo Unfälle waren, dass sie dahin sind, dort geholfen haben. Die haben auf irgendwelchen Sportveranstaltungen oder so, waren die da halt da, falls irgendwas passiert. Und dann natürlich, weil ja alles auf Militär ausgerichtet war in der damaligen Zeit, gerade auf Bahnhöfen, dann die Wehrmachtssoldaten dort betreut, denen dort nochmal was zu trinken mitgegeben bei der Verabschiedung. Und da gab es so richtige Bahnhofsstationen und Erfrischungs- und Verpflegungsstellen und sowas. Betreuungs- und Verpflegungsstelle heißt es. Und haben sich dort halt um das Wohl der Landser gekümmert, die dort durchmarschiert sind. Ja, das waren die wesentlichen Sachen und dann zeigen wir euch demnächst noch, wie eine richtige Schwester aussieht, die sehr oft mit der Helferin verwechselt wird. Und dann verabschieden wir uns an der Stelle und sagen bis zum nächsten Mal.